Renault konnte bisher einen Konstrukteurstitel feiern. In der allerersten Saison konnte man sich Platz 6 holen. In der letzten Saison konnte man sich dann den Konstrukteurstitel sichern. Man hatte einen Dreikampf um den Titel. Der Fahrertitel wurde auch lange offen gehalten, aber man scheiterte daran. Man hatte eine sehr gute Fahrerpaarung. Übel ist ein Newcomer und will natürlich direkt im Weltmeisterteam sein Talent zeigen, um Podeste und Siege vielleicht direkt kämpfen. Hack Project wurde letzte Saison 7. und kommt vom Team Mercedes. Er konnte als bestes Ergebnis einmal einen zweiten Platz holen. Das Ziel ist es natürlich, um Podeste und Siege zu kämpfen. Und wenn es geht, wieder sich unter die Top 3 zu qualifizieren. McLaren konnte noch keinen einzigen Titel holen. In der allerersten Saison konnte man sich Platz 3 holen. In der abgelaufenen Saison konnte man sich nochmal etwas verbessern und man konnte sich Platz 2 in der Teamwertung holen. Man war definitiv im Titelkampf mit drin, aber man konnte keinen einzigen holen. Am Ende der Saison hat man etwas nachgelassen, was natürlich echt schade für das Team war. Pito23 wurde letzte Saison 3. und bleibt im Team. Er konnte leider keinen Sieg feiern, aber er wurde 2-mal 2. Totti96 wurde 5. letzte Saison und bleibt ebenfalls im Team. Ihm gelang es sogar 3-mal auf den 2. Platz zu fahren. Das Ziel ist es weiterhin, um Siege zu kämpfen, wenn es geht sogar direkt wieder um den Titel. Wenn das nicht klappt, soll hoffentlich ein Top-3-Ergebnis drin sein. Red Bull konnte sich bisher einen Fahrertitel sichern. In der allerersten Saison wurde man 7. in der Teamtabelle. In der zweiten Saison und der so gesehen letzten Saison wurde man nur 3. in der Teamwertung, aber man konnte sich den Fahrertitel holen. Man war auch hier mitten im Titelkampf. Das zweite Fahrzeug war leider etwas schlechter, das nicht so viele Punkte geholt hat. Niki Lauda wurde letzte Saison 11. und kommt vom Team Racing Point. Er konnte einmal einen 2. Platz als bestes Ergebnis holen. Twitchy wurde letzte Saison 25. kommt ebenfalls vom Team Racing Point. Konnte letzte Saison einen Punkt holen und das mit dem 10. Platz. Das Ziel ist es, wieder um die vorderen Positionen mitzukämpfen und am besten am vorderen Mittelfeld. Mit Platz 5 wäre man sehr zufrieden. Mercedes konnte bisher einen Fahrertitel und einen Konstrukteurstitel gewinnen. Die beiden Titel gewann man jeweils in Saison 1. In Saison 2 und der letzten Saison ist man etwas zurückgefallen und man war auf Platz 4 nur. Man war zu schwach für ganz vorne, aber zu stark für die andere Konkurrenz. Man konnte regelmäßig Punkte holen und stand ab und zu mal auf dem Podest. 8 wurde letzte Saison 6. und kommt vom Team Ferrari. Sein bestes Ergebnis war einmal ein 2. Platz. Yokage ist ein Newcomer und er will natürlich direkt zeigen, dass mit ihm zu rechnen ist. Mal schauen, ob sein Talent ausreicht. Das Ziel ist natürlich, direkt vorne wieder mitzukämpfen, um Hauptsache wieder unter die Top 4 zu kommen. Ferrari konnte noch keinen einzigen Titel holen. In der allerersten Saison konnte man sich nur Platz 8 sichern. Dann ist es gut zu sehen, dass das Team in der zweiten Saison einen Schritt nach vorne gemacht hat auf Platz 5. Man hatte keine Chance, vorne wirklich um die Siege mitzufahren. Man konnte aber regelmäßig Punkte holen. Aber nach vorne ging nichts und nach hinten ging nichts. Der Abstand war zu groß. Vettel Racing ist ein Newcomer und will natürlich direkt im italienischen Team sein Talent zeigen. King Kev 1909 wurde letzte Saison 18. und kommt vom Team Alpha Tauri. Sein bestes Ergebnis war ein 5. Platz. Das Ziel ist es, sich zu steigern, um regelmäßig um vordere Punkte mitzufahren. Am besten jedes Rennen so viele Punkte wie nur möglich.
Racing Point konnte noch keinen einzigen Titel holen. In der allerersten Saison war man leider abgeschlagener Letzter. Zum Glück konnte man den letzten Platz direkt relativ schnell abgeben und man wurde Sechster. Man hatte ein Duell gegen Alpha Tauri, was man gewinnen konnte. Man hatte einen sehr starken Endspurt. Und vor allem konnte man ein paar Podeste feiern. Gallo wurde letzte Saison 14. und kommt vom Team Mercedes. Sein bestes Ergebnis war ein 4. Platz. Fluppi wurde letzte Saison 15. und kommt vom Team Alfa Romeo. Auch er hat als bestes Ergebnis einen 5. Platz. Das Ziel ist es, einen Schritt nach vorn zu machen und sich endlich unter die Top 5 zu etablieren. Mal schauen, ob das möglich ist. Alpha Tauri konnte noch keinen Titel holen. In der allerersten Saison konnte man sich Platz 7 holen. Den konnte man Gott sei Dank letzte Saison verteidigen, auch wenn man gerne natürlich einen Platz weiter vorn gewesen wäre. Man hatte nämlich ein Duell mit Racing Point, was aber am Ende verloren ging. Am Ende holt man leider wenig Punkte und der Abstand zu Racing Point wurde immer größer. Man hat aber auch großen Abstand auf die hinteren Teams. Wolf Cooper wurde letzte Saison 16. und kommt vom Team Williams. Ein 6. Platz war sein bestes Saisonergebnis. Gandalf wurde letzte Saison 13. und ebenfalls vom Team Williams. Auch sein Ergebnis als bestes war ein 6. Platz. Das Ziel ist es, regelmäßig um Punkte zu fahren, um sich am besten wieder Platz 7 zu sichern. Und natürlich will man ab und zu mal überraschen und noch bessere Positionen holen. Alfa Romeo Racing konnte ebenfalls auch keinen Titel holen. In der allerersten Saison konnte man sich sogar Platz 2 holen und man scheiterte knapp an Platz 1. In der abgelaufenen Saison ist man aber sehr weit zurückgefallen und zwar auf Platz 8. Man hatte ein Duell mit Williams, aber man hatte sie knapp geschlagen. Aber leider hat man selten wirklich überrascht. Ricardo, der Boss, ist ein Newcomer und er will natürlich direkt zeigen, was ein Talent in ihm steckt. Er will so viele Punkte wie möglich holen, wenn es geht sogar ein paar Podeste. Vipass wurde letzte Saison 19. und freut sich endlich ein Stammfahrer zu sein. Sein bestes Ergebnis, was er letzte Saison holen konnte, war ein 6. Platz. Das Ziel von Alfa Romeo ist natürlich nicht weiter abzurutschen. Man will natürlich wieder verbessern und mit kleinen Schritten anfangen, und zwar mit Platz 7. Williams konnte ebenfalls noch keinen Titel holen. In der allerersten Saison wurde man 5. Leider ist man etwas abgerutscht und man konnte sich am Ende nur Platz 9 in der letzten Saison holen. Man hatte ein Duell mit Alfa Romeo, aber die fehlende Pace und die Unzuverlässigkeit des Autos halfen natürlich nicht dabei und am Ende hat man halt verloren. Ryder 10 wurde letzte Saison 22. und kommt vom Team Haas. Zweimal konnte er einen 9. Platz holen. Sexy Sachse wurde letzte Saison 17. und kommt vom Team Red Bull. Er konnte zweimal einen 7. Platz als bestes Saisonergebnis holen. Das Ziel ist es erstmal, die Fahrer ins Team zu integrieren und sich eingewöhnen zu lassen. Danach sollen so viele Punkte wie möglich folgen. Haas konnte bisher auch noch keinen einzigen Titel holen. Die erste Saison war noch ganz erfolgreich, man konnte sich Platz 4 holen. In der abgelaufenen Saison lief gar nichts, man wurde Letzter mit Abstand. Das Auto war einfach zu langsam und zu unzuverlässig. Wie sollen die Fahrer da gute Punkte erholen? Phil ist ein Newcomer und will natürlich direkt sein Talent zeigen. Vielleicht ist Haas genau das richtige Team für ihn, um Erfahrungen zu sammeln. FedEx F1 ist 17. letztes Jahr geworden und kommt aus Liga 1. Sein bestes Ergebnis in Liga 1 war ein 5. Platz. Man will natürlich direkt machen, dass der Newcomer viel Erfahrung von seinem Teamkollegen sammelt. Man will natürlich auch so viele Punkte wie möglich holen und nicht mehr Letzter sein.